So, da wären wir wieder zu Chivalry Medieval Warfare. Wir spielen jetzt eine Runde, ich weiß nicht genau. Ah ja. Meinen wir die. Es scheint sich um ein Team, oder? Team Deathmatch? Ja, auf jeden Fall ist es ein Team irgendwas. Und es ist ein Team. So, hier. Ja. Deathmatch. Deathmatch? Ich glaube schon, Deathmatch. Nein! Nein, wir müssen Bauern töten. Nice. Wir sollen Bauern töten? Niedergebrannte Bauern. Nee, niedergebrannte Häuser zählen als zwei Bauern. Okay. Okay, wir müssen das. Die Siedlung verwüsten. Ah, da sind ja auch die Bauern. Cool. Musst du die jetzt echt abschlachten? Wie krass. Na gut, wenn ihr so drum betet. Lol, Alter. Filthy Pässen. Geil. Dreckiger Bauer. Ah. Ja, nee, ist klar! Okay, komm. Hier können wir Fackel nehmen. Die müssen wir dann auf die Dächer werfen. Was übrigens übertrieben geil ist. Man hört sie schreien und brennen. Holy shit! War natürlich nur das Missionsziel hier. Die alle. Bin ich hier wieder allein oder was? Nice, sehr schön. Okay, wie viel müssen wir denn noch? 27 von 30 sind tot. Verkackt. Boah! Nice. Aua. Den haben wir verkackt. Er hat auch verkackt. Und wir haben ihn getötet. So, gerade mal hier Kriegsschrei. Das war jetzt schlecht. Mist. Okay, muss man gerade ein bisschen zurückhalten. Wir haben ihn noch gekriegt. Das ist die Hauptsache. So. Ritter. Oh, wir haben den nächsten Hammer. Das hatte ich nämlich gehofft. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, wie der das Spiel verändert. Wie steht es denn? 6-1, gut. Und noch 28 Bauern haben wir. Boah, der ist cool. Ist wahrscheinlich noch lahmer, weil der noch größer ist. 10 Bauern übrig. Okay, wir haben ja noch 7 Minuten Zeit. Das heißt, wir sind gut in der Zeit. Wir haben die am Anfang ziemlich weggeholt. Okay, das heißt, wir können jetzt weiter uns da hier durchmorden. Weil je mehr Zeit man quasi in einem gewinnt, desto mehr hat man dann fürs nächste Objective. Deswegen ist das ganz praktisch, dass wir hier so gut sind, quasi schon. Hallo? Ah ja, sehr schön. Und noch ein weiter Brandstift. Ich will mal probieren, hier das Rathaus anzuzünden. Oder diese Hütte hier. Wie geht's? Witz. Komm raus. Das ist ein Bogenschütze. Brennt das Haus? Ja, sehr schön. Es geht ja mit 2 Punkte. Das ist natürlich ganz praktisch. Okay, weiter hier uns durchmorden einfach. Verkackt. Okay. Verkackt. Die Hitbox von dem Ding ist katastrophal. Ja, töte den Bauern. So wollte ich es haben. Nein.
Oh, dieser Hammer ist gut. Wenn man ihn trifft, dann haut er auch rein. Komm, wir spielen jetzt ein Spiel. Okay, den haben wir getroffen auf jeden Fall. Den haben wir auch getroffen. Backswing. Den haben wir auch getroffen, jetzt umdrehen. Mist. Hä? Mist! Okay, da haben wir es. Den Salat. Oh, der hat unendlich viel Schaden. Leck mir am Arsch. Okay, wir müssen aber... Ich nehme mal die Axt. Ich will mal ein paar neue Waffen leveln. Ich muss diese Schwerter leveln. Diese Sekundärschwerter. Weil ich die nie benutze, aber... Okay, wie steht's? Wir müssen noch... Oh, noch einen, noch einen. Komm, wir haben nur noch 4 Minuten. Und wir können Zeit schinden. Also noch einen. Oh, ich liebe diese Stadt. Die sieht total geil aus. Noch ein Bau. Das muss doch zu schaffen sein, ne? Können hier noch sein. Oder wir könnten ein Haus niederbrennen, das geht natürlich auch. Okay, komm, das machen wir anders. Oh. Ja, was soll ich dazu sagen? Einfach ein riesiges Chaos. Aber meine Teammates machen gerade nicht viel. Leider. Ich bin ganz schön gut. Na. Ja. Komm, noch einen scheiß Bauer. Sollen sich einfach mal hier ranhalten. Das irgendwie klappt. Abziehen hier. Ich greife nicht von hinten an mein eigenes Teammate. Ja, lauf, Kleiner. Siehst du nämlich die Axt nicht. Komm, okay. Mal zu direkt neu holen. Alter. Backhand. Hä? Als ob der nicht tot ist. Yes, wir haben es geschafft. Sehr schön. Push through. Wo? Ah, Rambok. Okay, wir müssen jetzt an einen Rambok ran. Backswing. Durch den Rücken. Das tut bestimmt gut. So, ich gehe zum Objective. No. Ah, sehr schön. Versüßt das Ding. Nice. Okay, das Gate ist wahrscheinlich über der Brücke da. Kann ich mir vorstellen. Wir müssen halt einfach nur dranbleiben, dann bewegt sich das automatisch und wir machen Fortschritt. Und wir machen gerade ziemlich viel, nämlich 21% haben wir schon. Die kämpfen da irgendwie noch rum. Okay, den hat's aber gleich erwischt. Der hat sein Schild gesetzt. Okay, ich push mal weiter durch. Kann nicht viel schief gehen. Ah, wir müssen noch warten. Okay, ich halte mal gerade hier die Stellung. Das ist unsere. Ja, dann führ doch auf. Okay, haben wir. Verdammt. Was macht der denn da? Backswing. 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 Lol, kein Kopf mehr. So. 4%? 54, sehr schön. Oder ist leider einer mehr gerade. Also nicht einer mehr, aber einer reicht, um das. Mist daneben. Nein. Tanz, du Sau. Mist. Das war er. Push. 66%.
Okay, dann probieren wir mal die Ramme hier zu benutzen als ein bisschen Tarnung bzw. als Deckung. Come on, bring it down. Mist. Bisschen schwer hinter den Schild zu kommen. Ah, da war gerade offen. Ja, ein bisschen ordentlich alles. Au. Boah, der war so knapp. Alter, man ist so langsam mit der Axt. Nice. Hoppa. Stehen geblieben. Ja, wir sind ja schon da, deswegen. Ja, ja. So, jetzt haben wir es doch. Okay, go. Jetzt das Tor. Ja, das wird jetzt ein bisschen scheiße, das zu zerstören. Wenn unser Team da von den Bogenschützen so kaputt geschrottet wird. Wie lange haben wir noch? 9 Minuten. Das könnte knapp werden. Realistisch gesehen. Leider. Da sind wir bei der Kirche, ne? Ja. Das könnte echt problematisch werden. Zumal die einen mehr haben, sehe ich gerade. Weil einer muss sich quasi immer opfern. Okay, wir haben aber zum Glück Bogenschützen, die die anderen Bogenschützen töten. Sehr schön. Dass wenn wir uns eine Seite frei halten können, dann kann man sich da so in Deckung bewegen. Au. Wir haben auch Ballisten da. Einer muss es immer machen. Ein anderer macht es gerade. Den hab ich gekillt. Warum sind wir eigentlich die Einzigen hier vorne? Das gibt's doch gar nicht. Trainieren! Au, verdammt. Huch. Ah, jetzt ist da einer an der Ballist. Ich hoffe, die Sniper hier schießen noch. Also die Bogenschützen, ich weiß. Aber das Tor ist fast Schrott. Das ist ziemlich gut. Und das ging jetzt ganz gut. Also werden wir noch einen so einen Push machen. Ah, wir brauchen unbedingt Bogenschützen, die da irgendwie was gegen machen hier. Noch einen großen Push und dann haben wir's. Glaube ich. Ah, meine Echse behalte ich mal, oder? Oh Gott! Öl, ernsthaft? Verdammt. Boah, der hat die Axt im Gesicht. Okay, ich mach's. Der? Ah, der. Boing! Ja, super. Fuck! Aufgeschlitzt. Okay. Wie sieht's aus? Wir haben beide eine neue Axt. Sehr schön. Immer Schwert und die Axt hat uns ja treue Dienste erwiesen. Und ich bin ziemlich gut gerade, muss ich sagen. Ich bin erstaunt, weil, gut, ich habe letztes Mal FFA gespielt. Das lief katastrophal, aber FFA ist ja Kill. Wen müssen wir töten? Töte den König. Nicht gut. Klingt sehr gut. Ey, das ist ja dann quasi die letzte Mission, in Anführungszeichen, in diesem Spiel, weil töte den König. Der König, wenn er tot ist, dann läuft ja nicht mehr viel eigentlich, oder? Möchte man ja annehmen. Hier mal mit dem Hauptpulk. Ich weiß nicht, hat der Kriegsschrei eigentlich irgendwelche Boni? Kriegt man dann irgendwie einen Boost oder so? Also persönlich kriegt man ja ein bisschen Leben, wenn man keins hat, aber... Ich glaube, da will einer den König töten. Hm.
Alter, wer ist der König? Aragorn ist der König. Scheiße. Mann. Okay, der beste Spieler ist, glaube ich, dann zum König geworden. Was natürlich eigentlich ziemlich cool ist, designtechnisch. For the order! Come on, einfach durchpushen. Mann, mein Akku ist natürlich jetzt hier voll. Sorry. Okay, der hat keinen Kopf mehr. Okay, wir müssen da irgendwie durchpowern. So, alles zusammen. Ja, komm. Gib mir mal Deckung hier. Leider keine Ausdauer. Nice. Ja, kill the king, kill the king. Ja, da ist gerade voll die Aufruhr. Drück ich natürlich sofort vor. Ich schnapp mir ein paar Äxte. Moink. Ja, ich hing in der Ecke. Mann, wir müssen das mal hier schaffen. Okay, wir haben aber so unendlich viele Punkte. Ja, aber das bringt ja nichts. Obwohl, wenn die Zeit abläuft... Nee, dann haben wir verloren. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall töten. Wir müssen eine Seite durchpushen und dann quasi die ablenken. Und einfach für den König da einstehen und den töten, kostet es, was es wolle. Oder aber ich mache es genau deswegen falsch und wir sollten eigentlich eher alle töten, bevor wir da aus dem König. Amateur. Da ist doch der König. Deckhand. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on. Ist jetzt zu schaffen. Ja, so nicht. Oh Mann, die Backhand hätte den fast erwischt hier. Mit dem Kampf hier. Ah, Mann! Ein Schlag! Hätte ich den King getroffen, wäre der tot. 39,9, gut. Sehr gut. Ich werde mal gucken. Noch 5 Kills bis zur nächsten Axt. Der König wird übermütig. Das ist gut. So sehen wir übrigens aus. Geh doch, Alter. Oh nein, hier ist einer AFK. Okay, wir müssen funken. Wir haben nur noch 6,5 Minuten, ne? Aber der König wird langsam etwas übermütig. Und wenn er einmal stirbt, dann war's das. Deswegen... Ich find's aber geil, dass der König quasi dann der Beste aus dem Team ist. Und damit oftmals ein sehr, sehr guter Spieler. Was natürlich irgendwie logisch ist. Finde ich sehr geil gemacht. Anders als die Bauern, die man einfach abschlachten konnte. Nächste Wand für den Arsch. Ja, sehr schön, der hat sich gerade. Backhand, ich hab den König getroffen. Nein, wie viel Leben hat er denn? Mann! Das war so knapp! Ich habe ihn zweimal getroffen. Natürlich will ich den König töten, ist ja klar. Okay.
das ist ja das Geilste. Der wurde von einem eigenen Teammate gekillt. Super. Lol. Wie nice. Okay, war eine super Runde, Leute. Hat echt super geklappt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Sehr gut gespielt an alle. Keine haben unfair irgendwie dumme Tricks abgezogen. Also, war ein sehr schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir bitte Feedback, wie immer. Und ja, bis dann. Tschüss.